Moin moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einer weiteren Gartenschau. Denn nach dem kürzlichen Video über Grasstreu erreichten mich einige Fragen rund um Grasbüschel, die sogenannten Tufts. Welche Hersteller sind empfehlenswert? Welche Arten und Farben gibt es? Und ist selber machen nicht günstiger? Grasbüschel gibt es im Tabletop-Bereich von verschiedenen Herstellern, allen voran von zum Beispiel The Army Painter und Warlord Games. Aus dem Modelleisenbahnbereich ist manchen vielleicht auch noch Mininatur als Hersteller bekannt. Bis vor wenigen Jahren wurden übrigens die The Army Painter Grasbüschel noch von Mininatur hergestellt. Mittlerweile produziert The Army Painter aber eigene Grasbüschel, die derzeit in 12 verschiedenfarbigen Sets für je 6 Euro daherkommen. Jedes Set enthält 77 Büschel in 3 unterschiedlichen Größen. Von Warlord Games gibt's die Battlefield & Basing Produktlinie. Darin sind 16 verschiedenfarbige Grasbüschel-Sets für je rund 4 Euro zu finden. Diese Tufts haben allerdings dieselbe Größe und sind mit ihren 10 mm langen Grashalmen auch recht hoch. Die Tufts von Mininatur kommen in 2 unterschiedlichen Verpackungsgrößen daher. Die gängigen Packungen liegen bei knapp 4 Euro, die großen Boxen mit deutlich mehr Inhalt kosten rund 18 Euro. Leider sind diese großen Sets aber nur bei wenigen Händlern zu finden. Dafür ist die Auswahl bei Mininatur am größten, denn neben verschiedenen Farben gibt es auch Gräser mit Blüten, Abdeckergestrüpp, Moos und. Manche Varianten findet man davon auch bei The Army Painter und Warlord Games, allerdings nicht in dieser Auswahl. Zudem gefällt mir, dass die Tufts alle individuell und unterschiedlich groß sind. Hier und da muss man vielleicht mal zupfen, aber insgesamt ergibt sich nach dem Aufkleben direkt ein deutlich realistischeres Bild als mit den Standard-Grasbüschelgrößen von anderen Anbietern. Ein weiterer Pluspunkt aus meiner Sicht ist, dass Mininatur zu jeder Grasbüschelfarbe auch passendes Streu anbietet. Entweder um Spielplatten in ähnlichen Farben zu begrasen oder um sich eigene Grasbüschel anzufertigen. Und damit wären wir auch an dem Punkt, ob sich die Anschaffung eines sogenannten elektrostatischen Begrasers lohnt. Solltet ihr euch so ein Gerät nicht zum Beispiel aus einer elektrischen Fliegenklatsche selber basteln und nur einige Bases mit Grasbüscheln dekorieren wollen, lohnt sich so ein Grasmaster oder Static King für um die 100 Euro eher nicht. Wer hingegen ganze Spielplatten oder Dioramen mit aufrechten Grashalmen gestalten will, kann so ein Gerät aus meiner Sicht durchaus ins Auge fassen. Und natürlich gibt es neben The Army Painter, Warlord Games und Mininatur auch noch weitere Hersteller, die Grasbüschel und Streus anbieten. Zum Beispiel Gamers Grass, die sogar fertig gestaltete Bases im Sortiment haben. Aktuell bin ich persönlich sehr mit den Streus und Grasbüscheln von Mininatur zufrieden. Die Auswahl ist groß, die Farben sind nicht zu knallig und viele Streus gibt es in unterschiedlichen Längen. Allerdings ist mir in der Vergangenheit schon aufgefallen, dass die Grasbüschel ein und derselben Art auch mal unterschiedlich groß waren. Hier gab es also entweder eine Produktionsumstellung oder es gibt durchaus immer mal Abweichungen. Bis zum Sonntag, den 22. November 2020, bietet Miniaturikum übrigens 10% Rabatt auf deren gesamtes Mini-Natur-Sortiment an. Einfach den Code MINI ins Couponfeld beim Bezahlvorgang tippen, schon spart ihr. Noch ein Tipp zum Einsatz von Grasbüscheln. Wenn ihr größere Flächen dekoriert, nehmt am besten mehr als nur eine Grasbüschelfarbe, um das Gelände abwechslungsreicher und für den Betrachter interessanter zu machen. Aber egal, von welchem Hersteller ihr eure Grasbüschel wählt. Hauptsache, sie passen zu euren Modellen und ihr seid zufrieden, denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. In diesem Sinne viel Spaß beim Gärtnern und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!